Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den Lesemonat und zwar aus dem April. April, weil wir haben Mai. Ich bin schon so ein bisschen verwirrt tatsächlich, weil es super spät im Mai ist und ich meinen Lesemonat April noch nicht gedreht habe. Allerdings ist bei mir momentan alles drunter und drüber. Der Mai ist geprägt von unheimlich viel Haushalt und Putzen und Booktube-Treffen und Besuch von Tanja und Aaron. Und irgendwie war mein Real Life so spannend, dass mein, nicht Real Life, mein Booktube, mein Instagram irgendwie so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Deswegen erst jetzt. Aber ja, mein Lesemonat April lief erstaunlich gut. Und zwar war es von den Seiten her technisch tatsächlich der beste Lesemonat bisher. Ich habe 5850 Seiten gelesen, was wirklich wahnsinnig gut ist. Und ich habe auch 12 Bücher beenden können, was ich auch sehr, sehr, sehr gut finde. Und ich bin sehr zufrieden mit meinem Lesemonat. Wir hatten ein absolutes Highlight dabei. Wir hatten aber auch das schlechteste Buch aller Zeiten dabei. Also es hält sich von der Qualität her tatsächlich so ein bisschen die Woge. Also es ist, es ist alles so mit dabei, ne? Ich bin natürlich sehr interessiert an eurem Lesemonat April. Wie lief der denn für euch? Gab es für euch auch Highlights? Gab es für euch auch Flops? Erzählt mir gerne davon in den Kommentaren. Und ich würde sagen, wir starten dann direkt auch mit den Büchern und ich erzähle euch mal, wie ich die so fand. Als erstes hatten wir Because It's True. Das ist ein Kurzgeschichtenbuch. Also da sind 2 Kurzgeschichten drin und diesmal von Nicola Hotel und Anja Omar. Und ich habe den ersten Teil dieser Reihe schon gelesen. Da waren auch 2 Kurzgeschichten drin und zwar von Kira Mohn und Kelly Moram, glaube ich. Und da fand ich die Geschichte von Kira Mohn echt gut und die von Kelly Moram nicht so optimal. Hier tatsächlich haben mir beide Kurzgeschichten sehr gut gefallen. Sie sind sehr unterschiedlich, wie ich finde. Aber mir hat tatsächlich die Geschichte von Anja Omar so einen Ticken besser gefallen. Einfach weil die Dynamik da eine ganz andere war. Ich habe geschmunzelt, ich habe gelacht. Ich fand es einfach unheimlich interessant. Also davon würde ich tatsächlich auch ein ganzes Buch lesen. Also fand ich richtig, richtig interessant und richtig cool gemacht. Und die Geschichte von Nicola Hotel, die war so ein bisschen ernster, so ein bisschen eine deepere Thematik so grundsätzlich, aber auch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Es sind natürlich Liebesgeschichten und es geht hauptsächlich darum, um 2 Wahrheiten, eine Lüge irgendwie zu verpacken, bilde ich mir zumindest ein. Also was ist wahr und was ist gelogen? Und dieses Thema zieht sich durch alle Kurzgeschichten durch. Ich persönlich bin ein großer Fan von einigen der Autoren, aber ich bin nicht so ein großer Fan von Kurzgeschichten tatsächlich, einfach weil ich den Sinn da nicht so ganz verstehe. Ich lese lieber ein 500-Seiten-Buch mit einer guten Geschichte, anstatt eine Geschichte mit 120 Seiten, wo ich mir wünschen würde, dass es vielleicht noch ein bisschen tiefgründiger gehen würde, weil das ist natürlich auch irgendwo das Problem an solchen Kurzgeschichten, dass man da halt einfach nicht so in die Tiefe gehen kann, weil das ist halt nicht das Prinzip einer Kurzgeschichte so, ne? Aber nichtsdestotrotz hat mir dieser zweite Band auf jeden Fall besser gefallen wie der erste. Und ich kann die Bücher auf jeden Fall beide weiterempfehlen, wenn man halt wirklich was Leichtes für zwischendurch lesen möchte, was nicht lange aufhält, was man mal an einem Tag einfach so weglesen kann. So eine Kurzgeschichte ist so um die 100 bis 150 Seiten lang und das ist halt wirklich etwas Leichtes, wo man sich einfach mal kurz reinfallen lassen kann. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, so in eine Leseflaute zum Beispiel rutscht und sagt, ach nee, so ein ganzes Buch ist mir jetzt gerade zu viel, was Neues anfangen will ich nicht großartig, aber so eine Kurzgeschichte ist da vielleicht ganz gut geeignet, hat mir wirklich sehr gut gefallen und die Geschichte von Anja Omar hat mir auch noch einen Ticken besser gefallen wie die von Nicola Hotel. Dann habe ich Catching Feelings von Kira Licht gelesen. Das ist ein New Adult Roman und diese Thematik mit Umwelt
Schutz habe ich so in der Art und Weise tatsächlich meiner Meinung nach noch nicht gelesen. Deswegen war ich sehr neugierig drauf. Von Kira Licht habe ich schon mal was gelesen, aber ein Jugendbuch, ein Jugendfantasy-Buch. Und bin tatsächlich auch nach wie vor sehr positiv überrascht vom Schreibstil. Man kommt unheimlich gut in die Geschichte rein. Es ist locker und flockig geschrieben. Es ist aber leider auch so, dass dieses Buch jetzt nicht ein absolutes Highlight für mich war. Es geht um Liz, ich bin mir nicht genau sicher, wie man ihren Namen ausspricht, und Zane. Zane ist so, ja, er engagiert sich eben für diesen Umweltschutz und macht da auch so Aktionen, hat auch so eine Gruppe gegründet, die sich halt eben für diesen Naturschutz einsetzen. Und Liz, ist ausgerechnet die Tochter von so einem Typen, der eben so, ja, nicht konform ist. Der halt so, ja, so krumme Dinger dreht. Und die treffen aufeinander und Zane schmuggelt sich in die Firma von ihrem Vater mit ein und möchte diese Missstände eben aufdecken. Sie weiß davon nichts und irgendwie kommen die sich näher und werden dann auch noch verdonnert, gemeinsam zusammen zu arbeiten. Liz hat aber auch sehr dolle Probleme mit ihrem Vater und allgemein mit seiner Familie. Ihr Vater hat neu geheiratet. Es gibt da auch noch so einen ominösen Bruder, so einen Halbbruder, Stiefbruder, ich glaube Stiefbruder. Und ja, so starten wir in die Geschichte. Ich muss sagen, ich hatte auf jeden Fall Spaß dran. Es gab immer so Auf und Abs und das hat mich so ein bisschen gestört, weil die Aufs waren richtig gut, die Abs waren halt leider Abs. Es war halt nicht kontinuierlich spannend. Es hat mich nicht kontinuierlich in seinen Bann gezogen. Ich kann jetzt im Nachhinein auch nicht wirklich sagen, mochte ich die Figuren oder mochte ich sie nicht. Sie waren mir auf gar keinen Fall unsympathisch, aber es war nicht so, dass ich so eine richtige Bindung zu denen aufbauen konnte. Ich fand auch manche Dialoge so ein bisschen stelzig, so ein bisschen steif. Aber dieses Thema grundsätzlich fand ich interessant und es hat natürlich auch etwas Geheimnisvolles natürlich, ne? Weil wenn Zane sich da einschmuggelt in diese Firma, dass man da mit ihm gemeinsam diese Missstände eben aufdeckt und natürlich auch ja, wartet, bis Liz da herausfindet, dass Zane da eben spioniert und nicht der ist, für den er sich ausgibt und so weiter und so fort. Das war schon interessant, aber ich kann noch nicht so richtig benennen, was genau mich an dem Buch gestört hat. Also gestört ist, glaube ich, auch zu viel des Guten. Ich fand es wirklich durchschnittlich gut. Es war nicht richtig schlecht, es war nicht richtig gut. Es war halt so ein mittelmäßiges Buch, das mich auf der einen Seite gut unterhalten hatte. Auf der anderen Seite musste ich mich aber trotzdem motivieren, weiterzulesen. Einfach weil, ja, die Spannung einfach nicht dauerhaft da war. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine nette Liebesgeschichte für zwischendurch, meiner Meinung nach. Das ist nicht abwertend gemeint, sondern einfach, das Buch ist nicht für mich so besonders, dass es mir jetzt irgendwie weiterhin im Gedächtnis bleiben wird. Aber es war trotzdem eben eine nette Unterhaltung. Und wie gesagt, diese Thematik finde ich super spannend. Ich würde da auf jeden Fall noch mehr in diesen Umweltbereich lesen wollen. Dann habe ich ein Buch gelesen von Maya Hutches. Ich bin mir nicht sicher, wie man die Autorin ausspricht. Allerdings ist sie eine Autorin, die ich 2022, glaube ich, für mich entdeckt habe. Und ja, sie bringt eine fortlaufende Trilogie raus. Also es geht immer um dieselben Protagonisten in allen drei Bänden. Und das ist jetzt Band 1, The Moment I Fell For You, aus dem Lux Verlag. Und ich war super gespannt drauf. Und der Einstieg ist auch richtig, richtig cool. Da hat man so eine Gegenwartsituation. Und dann hat man das gesamte Buch über die Vergangenheit erzählt. Und das finde ich super interessant. Und es hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Ich schaue mal eben, wie die Protagonisten hießen. Das weiß ich nämlich tatsächlich gerade nicht mehr aus dem Kopf. Und zwar, es ging um Bay und Dare. Bay ist unsere weibliche Figur.
Und sie singt gerne, aber kann das irgendwie nicht mehr, weil sie das Singen und das Musizieren einfach mit ihrem Vater verbindet. Ihr Vater lebt nicht mehr und dann gibt es der und der lebt in einem, ja, in einer Familie, in einer Situation, in einer familiären Situation, die wirklich nicht ohne ist. Und beide haben so ihr Päckchen zu tragen und sie sind Nachbarn und gehen auch auf dieselbe Schule und eigentlich sind sie total unterschiedlich. Er ist total beliebt und Footballer und wie auch immer. Und sie ist halt so das graue Mäuschen, das in der Theater-AG mitwirkt. Also erstmal von der Ausgangssituation nichts, was man nicht schon kennt. Aber es war wirklich sehr interessant umgesetzt. Die Autorin lässt sich wirklich unheimlich viel Zeit, diese Figuren einzuführen und diese Beziehung darzustellen, wie sich die entwickelt. Und dadurch, dass es eben eine Trilogie wird, hat sie sich eben diese Zeit auch meiner Meinung nach nehmen können. Dadurch hat man natürlich aber auch Längen in dem Buch. Also es ist nicht permanent so, dass ständig irgendwie was passiert oder man die ganze Zeit irgendwie auf das nächste Wow-Moment wartet, sondern nein, es ist schon so, Tanja würde sagen, es dümpelt so vor sich hin, es passiert nichts. Ich persönlich finde, es ist schon was passiert, aber nicht so, nicht genug, um es richtig, richtig spannend zu machen. Aber das finde ich, musste das Buch auch gar nicht haben, weil durch eben diese langsame Art, das zu erzählen, was zwischen den beiden entsteht und die Probleme von beiden wirklich zu beleuchten und wirklich, ja, sich Zeit zu nehmen dafür, fand ich richtig, richtig schön. Ich mochte diese Situation, dass sie Nachbarn sind, dass sie sich eigentlich schon lange irgendwie kennen, aber nicht richtig kennen. Und dass sie dann irgendwie durch diese Musik miteinander, ja, interagieren und sich verlieben und miteinander rumshakern. Und ich fand es einfach total zuckersüß. Und ich mochte die Figuren auch. Und die Autorin hat es wirklich geschafft, mir diese Figuren super nahe zu bringen. Also nicht zwangsläufig, dass ich die jetzt super doll mag. Also dass ich jetzt sage, boah, das sind die sympathischsten Figuren überhaupt. Die haben alle beide ihre Ecken und ihre Kanten. Und trotzdem hat sie es irgendwie geschafft, mir die so echt und authentisch zu verkaufen, dass ich die einfach wirklich nachempfinden konnte. Und das war richtig, richtig schön. Und wie gesagt, durch diese langsame Entwicklung habe ich die einfach greifen können. Es gibt so ein paar Momente, wo du dann natürlich so mit den Augen rollst und dir denkst, ach Mensch, Kommunikation. Aber das ist halt typisch für diese Genre. Und sie sind halt auch noch relativ jung in diesem Buch. Sie sind da auf der Highschool. Und es geht darum, eben aufs College zu kommen. Und jeder hat so seine Probleme, seine Ziele, seinen Punkt, wo er gerade steht, wo er hin will und ja, Sachen, mit denen sie halt zu kämpfen haben, was halt eben Jugendliche nun mal haben. Und ich fand es sehr glaubwürdig. Und es hat mir unheimlich gut gefallen. Auch diesen Aspekt mit der Musik fand ich ganz, ganz toll. Und auch den Aspekt mit seiner familiären Situation fand ich wirklich sehr gut dargestellt. Und das Buch hat mir wirklich sehr viel gegeben auch. Es hat mich gut unterhalten. Selbstverständlich hatte es Längen, das war natürlich ein bisschen blöd, aber nichtsdestotrotz, ich möchte auf jeden Fall weiterlesen. Eins der besten Bücher auch, die ich so gelesen habe. Einfach weil ich den Schreibstil und die Dialoge und diese Echtheit von den Figuren wirklich zu schätzen weiß. Dann habe ich Du irgendwo von Kira Mohn gelesen. Das ist ein erster Band einer Dilogie. Dieses Buch spielt in Schottland, beziehungsweise es geht um Victoria, die herausfindet, dass sie adoptiert ist. Und sie möchte ihre leibliche Mutter kennenlernen. Es bricht alles für sie zusammen. Und ihr bester Freund Jack, ich glaube, er hieß so, ja, Jack, der begleitet sie auf diesen Roadtrip durch eben Schottland, um ihre leibliche Mutter zu finden. Und ja, das fand ich schon mal richtig cool, weil ich liebe Schottland.
Es ist eine Friends-to-Lovers-Geschichte. Also die beiden küssen sich vor der Abfahrt auch und irgendwie steht das zwischen ihnen, aber keiner spricht so richtig an, keiner weiß so richtig, was abgeht. Aber irgendwie, wir als Leser wissen relativ schnell, dass von beiden Seiten eigentlich Gefühle da sind, die sie aber halt dem anderen nicht offenbaren, weil sie sonst eben ihre Freundschaft riskieren. Zumindest denken sie das. Und ich muss sagen, also Kira Mohn, ich mag den Schreibstil von Kira Mohn wirklich gerne, weil sie sehr schnell auf wenigen Seiten es schafft, den Leser von A nach B zu transportieren. Das mag ich einfach unheimlich gerne. Allerdings hatte ich doch so meine Probleme mit Victoria. Ich mochte sie als Figur nicht so richtig gern. Ich mochte ihre Art, wie sie gedacht hat, nicht so richtig und wie sie gehandelt hat. Zu ihren Adoptiveltern beispielsweise fand ich ganz, ganz, ganz schwierig. Oder auch so manche Gedankengänge auf diesen Roadtrip, Jack betreffend, waren für mich eher, ja, waren für mich sehr kindlich. Was natürlich auch dem Alter, ja, auf das Alter zurückzuführen ist. Deswegen kann ich das vielleicht noch entschuldigen. Aber es war schon irgendwie so, dass ich mit ihr nicht so richtig viel anfangen konnte. Und Jack, der mich eigentlich am meisten interessiert hat, weil man schon mal eine Kurzgeschichte über ihn gelesen hat, wenn man Because It's True gelesen hat, und das habe ich. Und da war Jack so der Mittelpunkt dieser Geschichte. Und man wusste, dass er aus sehr schweren Verhältnissen kommt. Familiär ist da einiges los bei ihm. Und er hat aber nicht diese Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe das Gefühl gehabt, erst so das letzte Drittel ging wirklich um Jack. Und erst in den letzten Drittel hat man Jack kennengelernt. Es war kein Gleichgewicht vorhanden in diesem Buch. Es war sehr dominant am Anfang auf Victoria, was irgendwie Sinn gemacht hat. Am Ende war das aber dann irgendwie nicht mehr so wichtig mit Victoria, sondern es ging dann nur noch um Jack. Und das fand ich irgendwie nicht so richtig cool gelöst. Nichtsdestotrotz hat es mir grundsätzlich gefallen, weil ich tatsächlich dann doch sehr überrascht war vom Ende des Buches, von der Auflösung. Und mir haut es da jetzt immer noch so ein bisschen die Fragezeichen raus, weil ich das halt einfach so nicht abkaufen kann. Es ist schon sehr wild, die Theorie. Also, was heißt die Theorie? Es ist einfach sehr wild. Wer das Buch gelesen hat, weiß bestimmt, was ich meine. Es ist einfach, die Auflösung ist einfach, das wird es vermutlich nie geben. Also, das gibt es nur in Büchern. Und irgendwie hat mich das hier tatsächlich gestört. Ich bin immer ein Fan davon, ein Buch wirklich als Buch zu betrachten. Ein Buch ist ein Buch. Und das muss nicht alles realitätsnah sein, aber das war schon sehr fern von der Realität. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Aber trotzdem fand ich es eigentlich ganz schön, was ich sehr schade fand, ist, dass wir zwar irgendwie durch Schottland durch sind, aber nicht so richtig viele Einblicke von Schottland bekommen haben. Darauf habe ich mich nämlich eigentlich sehr gefreut. Das hätte für mich noch viel, viel mehr sein dürfen. Trotzdem ein solides Buch. Ich werde definitiv auch Band 2 lesen. Da geht es dann um andere Figuren. Ich gehe davon aus, dass Victoria und Jack da auf jeden Fall auch nochmal eine Rolle spielen werden. Aber ich freue mich drauf. Also ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Aber wie gesagt, Victoria hat es mir sehr, sehr schwer gemacht, sie wirklich zu mögen. Und deswegen habe ich nicht so richtig mitgefiebert. Ich mochte Jack. Jack kam mir aber meiner Meinung nach zu kurz. Und deswegen war es ein in Ordnung Buch. Es war in Ordnung, aber es war leider nichts Besonderes. Und ich habe eigentlich gehofft, dass es wirklich super idyllisch wird und tiefgehend. Aber das war es leider nicht so richtig. Dann habe ich eine Reihe beendet. Und zwar habe ich den vierten Band von The Wallflowers gelesen. Und zwar Daisy and Matthew. Und ich war super gespannt drauf, jetzt im Endeffekt die Geschichte von Daisy zu erfahren, weil sie ist die letzte und führte im Bunde von diesen jungen Frauen, die unbedingt einen Ehemann suchen. Es ist ein historischer Liebesroman von Lisa Kleypas und ich fand die ersten drei schon wirklich spitze, deswegen habe ich irgendwie nicht so richtig damit gerechnet, dass der mich jetzt enttäuscht. Fakt ist, es ist für mich fast schon der beste der gesamten Reihe. Es geht um Daisy, sie ist Amerikanerin
Und sie ist nach England gekommen, weil eben sie in Amerika keinen Mann gefunden haben und ihre Eltern halt wollen, dass sie in den Adel einheiratet und halt eine gute Partie macht. Und letztendlich hat sie aber über Jahre hinweg irgendwie keinen Mann gefunden. Und ihre Eltern sind am Verzweifeln, weil Daisy einfach so überhaupt nicht ladylike ist. Sie ist mit dem Kopf irgendwie in den Wolken und träumt einfach. Sie liest unheimlich viel Bücher und ja, ist irgendwie voller Fantasie und Realität juckt sie irgendwie auch nicht so richtig. Und deswegen beschließt dann ihr Vater, sie mit Matthew zu verheiraten. Und den mag sie gar nicht. Den kennt sie noch von früher aus Amerika und das ist so ein ganz doofer Typ, der sich irgendwie ja auch bei ihrem Vater so eingeschleimt hat und er ist ein Geschäftsmann und eigentlich gut ausschauen tut er auch nicht. Und sie will sich da eigentlich dagegen wehren, aber dann plötzlich steht ein junger Mann vor ihr, den sie echt kaum wiedererkennt, weil er auf einmal richtig gut ausschaut und es ist Matthew. Und Matthew hat allerdings ein Geheimnis, von dem keiner erfahren darf. Aber er soll, wie gesagt, sie heiraten und ihr Vater sagt Matthew das auch, aber irgendwie werden die beiden sich nicht so richtig grün. Und es gibt einige Probleme, die sie irgendwie überstehen müssen. Und es ist auch ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist man auf der Spur, dieses Geheimnis zu lüften. Und ich fand's unheimlich schön. Es hat den genötigen Spice. Es ist lustig, humorvoll. Durch die andere Epoche ist aber der Schreibstil und alles sehr wortgewandt. Daisy ist eine zuckersüße Maus. Also die mag ich ja so gern. Ich mag ihre lebensfrohe, tollpatschige, verpeilte Art. Dieses Träumerische mag ich total. Und diesen Gegensatz zu Matthew, also die sind so widersprüchlich und es war so schön, das zu beobachten, wie die sich eben näher gekommen sind, wie sie einfach ja, sich irgendwie geöffnet haben, wie das Kribbeln immer stärker wurde, egal was sie getan haben und wie sehr sie sich auch gewehrt haben gegen diese Gefühle. Und nebenbei hat man dann auch noch die ganzen anderen Mädels wieder kennengelernt, beziehungsweise erfahren, wie es eben bei denen weiterlief, ne? Also wir haben da Evie, wir haben da Lillian und wir haben da Annabelle. Und es war einfach wirklich ein Fest, nochmal alle zu sehen, allen nochmal zu begegnen. Und es war wirklich ein super runder Abschluss dieser Reihe. Also besser hätte es meiner Meinung nach nicht sein können. Ich bin großer Fan von dieser Reihe. Das ist eine der besten Reihen, die ich seit Jahren gelesen habe in diesem Romance-Genre. Und in Anbetracht dessen, dass man hier auch noch diese Historik mit dabei hat, wirklich grandios. Also wer da mal reinschnuppern will, ich finde, das ist eine super Reihe, um einfach mal zu gucken, ob so dieses historische Setting einem gefällt. Ich finde die Sprache unheimlich interessant, aber trotzdem nicht irgendwie zu schwer, dass das irgendwie die Handlung kaputt machen würde oder so. Es ist super kurzweilig, es ist super schnell gelesen. Also ich habe alle vier Bände wirklich inhaliert und wie gesagt, mein Liebster ist fast der letzte. Und ja, auch das Geheimnis, dass wir das dann gelüftet haben, was Matthew verbirgt, fand ich richtig cool. Man konnte es zwar vorhersehen, ne? Also, es war jetzt nichts Weltbewegendes so, aber ich fand es cool gemacht. Es hat einfach alles super gepasst. Es war wie so ein Zahnrad. Es hat sich einfach super gefügt. Es hat sich einfach gut angefühlt, das Buch zu lesen. Und von mir definitiv eine absolute Empfehlung. Dann habe ich von Maren Knoth, ich bin mir nicht sicher, wie man ihren Namen ausspricht, Beyond the Stars gelesen. Und das ist ein Buch über eine Stimmtrainerin oder Stimmlehrerin, ich weiß gar nicht, wie man gesagt, Gesangstrainerin. Und sie heißt Natalie und sie wird beauftragt, Pascal zu helfen. Der kann nicht mehr singen. Er ist super berühmt und so weiter und so fort, aber er kann irgendwie nicht mehr singen. Seine Stimme kackt irgendwie ab und es gibt schon super viele Spekulationen. Ganz viele Gesangstrainer sind gescheitert und irgendwie soll jetzt Natalie den Karren rausziehen, so. Und ja, die zwei treffen aufeinander. Natürlich ist Pascal super heiß und so weiter und so fort. Und Natalie ist irgendwie super bodenständig und hat sehr viele verschiedene Ansätze.
und hilft ihnen dann letztendlich, ne? So, ich muss sagen, die Idee fand ich ganz cool, weil Rockstar-Geschichten kennt man ja. So mit Gesangstrainerin kannte ich's nicht. Und deswegen war ich super gespannt drauf, weil die Ausgangssituation mal eine ganz andere war. Nicht irgendwie so ein Mädchen verliebt sich in den Rockstar, sondern Gesangstrainerin verliebt sich in den Rockstar. Und ich hatte schon mal die ersten Probleme mit dem Schreibstil. Der ist aus der Erzählerperspektive und ich mag sowas nicht. Ich kann es, ich mag's nicht. Fakt ist, es gibt so 2, 3, 4 Bücher vielleicht im Romance-Bereich, die eben diese Erzählerperspektive haben und die mag ich. Es ist aber eher die Ausnahme. Erzählerperspektive bei Fantasy ist wieder was anderes, da bin ich dann schon eher dabei. Aber in so Liebesromanen, da kommen die Gefühle nicht bei mir an. Ich kann mit den Figuren meistens dann nichts anfangen, die berühren mich nicht, die geben mir nichts. Ja, dann da komme ich auch schon zum nächsten Kritikpunkt. Ja, die Figuren haben mir nicht so viel gegeben, muss ich tatsächlich sagen. Die haben mir nichts bedeutet, die waren mir total egal. Ich fand die auch blass. Die blieben blass. Auch das ganze Buch über blieben die blass. Das war sehr schade. Also rein theoretisch von der Idee her gab es da unheimlich viel Potenzial. Und dieses Ganze, was mit dem Stimmtraining zu tun hatte, fand ich auch echt spannend, weil das meiner Meinung nach wirklich gut erklärt worden ist und Natalie auch wirklich eine sehr professionelle Haltung hatte und das auch immer super gut umgesetzt hat und erklärt hat und so. Und das fand ich richtig cool. Pascal mochte ich halt einfach nicht, weiß nicht, irgendwie fand ich den doof. Ich fand den auch nicht heiß, ich fand den überhaupt nicht spannend. Ich mochte den halt nicht. Natalie hingegen fand ich schon in Ordnung. Und wie gesagt, wir haben uns ja nicht so wirklich weiter bewegt. Also klar, er hat irgendwann Fortschritte mit seiner Stimme gemacht, mit dem Singen gemacht und so. Und die beiden sind sich auch immer mal wieder so ein bisschen näher gekommen. Am Anfang war das eher so ein Enemies to Lovers, ne? Die konnten sich am Anfang nicht so richtig ausstehen. Aber wie gesagt, die Entwicklung von sie mögen sich nicht zu sie mögen sich doch, die hat mir nicht so gut gefallen. Allgemein, wie gesagt, diese Charakterentwicklung fand ich auch nicht gut, weder von der einen noch von der anderen. Natürlich hat Natalie dann auch noch so ein Problem, das gelöst werden muss. Und ja, also es war in Ordnung, versteht mich nicht falsch, es war nicht super, super schlecht, dieses Buch. Aber richtig gut war es halt irgendwie auch nicht. Also es hat mir einfach überhaupt nichts gegeben so. Ich fand alles, was mit dieser Stimme zu tun hatte, mit diesem Stimmtraining zu tun hatte, spannend, gut, richtig gut erklärt auch. Aber alles Zwischenmenschliche, Beziehungstechnische, Freundschaftstechnische fand ich alles irgendwie sehr zäh, sehr nichtssagend. Vielleicht ist der Schreibstil schuld. Ich fand auch die Dialoge nicht so richtig gut. Es hat mich einfach nicht gepackt. Finding Paradise von Anna Woods ist mein erstes Buch der Autorin gewesen. Hier geht es um ein Survival Camp und die Idee fand ich mega, mega cool. Und zwar hieß unsere Protagonistin, Kim. Und unser Love Interest hieß Aiden. Also Kim wollte da eigentlich hin mit ihrer besten Freundin. Das ging dann aber nicht und deswegen ist sie alleine geflogen. Und dort lernt sie dann auch eine andere Protagonistin kennen, also so eine Nebenfigur, so eine Freundin auf diesem Survival Camp. Die hat das ganze Buch auch wirklich aufgelockert. Und natürlich lernt sie dann auch Aiden kennen. Aiden ist so ein richtiger Griesgram, ist so verschlossen, macht die ganze Zeit so macho-hafte, richtig eklige Anmachsprüche und allgemein ist er super blöd zu ihr. Aber irgendwie ist er halt super heiß. So, und auf diesem Survival Camp müssen die Leute natürlich auch so ein paar grundlegende Dinge lernen und sie müssen halt auch gemeinsam durch die Wildnis streifen und verschiedene Sachen bewältigen. Und blöderweise wird sie dann halt auch noch Aiden zugeteilt. Aber Aiden scheint etwas zu verbergen und ja, sie kommen sich irgendwie näher, aber so richtig nah an sich ranlassen tut Aiden Kim eben nicht. Und ja, das ist es im Grunde genommen, so die Hauptstory. Unheimlich tolle Naturbeschreibungen. Unglaublich toll. Also dieses ganze Setting Anna Woods hat es mir wirklich gut verkauft. Ich habe mir das richtig vorstellen können, wie da diese Affen in den Bäumen hocken, wie warm und schwül und eklig das dort ist. Aber gleichzeitig halt auch, wie wunderschön das so ist, ne?
mit der Natur, mit den Tieren, alles. Also das hat sie wirklich super gut gemacht. Also alles, was Naturbeschreibungen, Ortsbeschreibungen, Setting angeht, wirklich grandios, wirklich grandios. Also selten ein Buch gelesen, was so gut geschrieben war vom Setting her. Also da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Allerdings habe ich in den ersten 80 Seiten schon gewusst, wie das Buch ausgeht. Und das ist immer so ein Punkt. Meistens ist das so, dass ich das weiß. Ja, aber Fakt ist halt auch, es nervt mich. Und wenn ich halt nach 80 Seiten weiß, was der Cliffhanger ist, was der Plot ist, was das Problem dann am Ende ist. Und ich weiß, es ist eine deutsche Autorin, das bedeutet, das Problem wird auf den letzten 50 Seiten passieren. Dann bin ich einfach schon bei 80 Seiten genervt. Es ist leider so. Einfach weil, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Bin ich zu kritisch? Sollte ich das kritisieren? Weiß ich gar nicht, ne? Manche Leute können das ja abstellen und überhaupt nicht rätseln, was könnte passieren. Ich persönlich bin ein Leser. Wenn ich anfange, dann gehe ich gleich irgendwie so rein, so von wegen, was könnte passieren? Wie könnte das enden? Wo können wir hinkommen? Was wird es da für Probleme geben? Also das passiert automatisch, wenn ich lese. Und das ist natürlich hier auch passiert und das hat mich schon irgendwie gefrustet, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich nach 80 Seiten weiß, wie das Buch endet und tada, ich hatte recht, es hat so geendet. Und dieser ganze Mittelteil, der war schon irgendwie sehr langsam, die Beziehung entwickelte sich sehr langsam. Ich konnte die Gefühle nicht so richtig verstehen und nicht besonders konnte ich Aiden nicht verstehen. Also so auf den ersten 100, 120 Seiten war ja das. Also solche blöden Sprüche, die der geklopft hat, also piu, piu, piu. Ja, also das, also, pff, nee, irgendwie super unsympathisch. Und halt so dieses Macho-Gehabe, also damit konnte ich ja gar nichts anfangen. Und irgendwie hat er sich dann geändert. Warum? Ich weiß es nicht. Und warum sie ihn toll fand, weiß ich eben auch nicht. Weil er hat sich ja die ganze Zeit irgendwie so doof verhalten. Und dann irgendwann wurde es weniger mit dem doofen Verhalten und so weiter. Und sie hatten so viele Zufälle. Also so viele Zufälle können nicht passieren. So tollpatschige, oh, hops, ich bin gestolpert. Hops, ich stolper nochmal. Also das war so dieses Schema. Also das hat mir nicht so richtig gefallen. Auch allgemein so diese Nähe zwischen den Figuren, die kam erst super spät. Und dann kam eigentlich schon das Drama. Und dadurch, dass ich wusste, was das Drama sein wird, war das halt so, ich weiß nicht, es hat mich genervt, es hat mich halt gestört, dass es nichts Überraschendes war. Und was mich dann noch mehr gestört hat, war tatsächlich, ja, okay, wir hatten dann das Problem und wir hatten dann dieses Drama und ich wusste, welches das ist, aber wie das dann aufgelöst worden ist, das war halt dann noch blöder. Weil gefühlt war halt bei, also 50 Seiten vor Schluss kam das Drama raus, dann war sie 20 Seiten irgendwie sauer. Und die letzten 20 Seiten, 30 Seiten war dann Happy End. Also es war halt irgendwie so gefühlt, warum macht man das so? Ich verstehe es nicht. Warum? Sie sind, es hat ewig lang gedauert, bis sie glücklich sind. Danach kommt gleich das Drama, dann ist sie 20 Seiten sauer, dann ist sie wieder nicht mehr sauer. Also das mag ich einfach nicht. Aber ganz ehrlich, das Setting macht schon einiges wett, weil die Autorin hat diese Natur schon so geil eingefangen. Also das war schon richtig episch. Also das war schon richtig, richtig episch. Deswegen kann ich das Buch nicht so richtig schlecht bewerten, weil einfach doch sehr viele gute Dinge dabei waren. Der Schreibstil war gut, die Beschreibungen waren gut, die Dialoge fand ich gut, weitestgehend zumindest. Die waren nämlich teilweise auch holprig, aber weitestgehend waren sie in Ordnung. Ich mochte tatsächlich auch unsere Protagonistin sehr gerne, also Kim mochte ich gern, Aiden halt nicht. Ich mochte auch die Nebenfiguren total gerne. Es waren mir zu viele Zufälle, es war mir zu vorhersehbar, ich fand das Drama am Ende so unnötig und dann auch wieder zu leicht gelöst. Aber nichtsdestotrotz war es wirklich ein sehr solides, gutes Buch und die Beschreibungen waren wirklich grandios. Wenn ihr irgendwann mal irgendwas lesen wollt, was wirklich in der Natur spielt, dann das. Also ich habe noch nichts Besseres gelesen, was so diesen Naturaspekt angeht. Mr. Wrong Number ist das Highlight schlechthin. Ich glaube, ganz viele werden das Buch nicht mögen. Und die andere Hälfte
würde es lieben. Ich glaube, irgendwas dazwischen gibt's gar nicht. Also jemand, der sagt, oh, war ganz so in Ordnung, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, entweder du magst es oder du magst es halt einfach nicht. Fakt, ne? Also es geht um Olivia und um Colin. Olivia ist so der Pechvogel schlechthin. Sie ist tollpatschig, lebensfroh, sie ist irgendwie voller Energie und ja, aber ihr passieren echt blöde Dinge, wie zum Beispiel, dass sie den Liebesbrief oder so von ihrem Ex verbrennen will und dabei das ganze Haus abfackelt. Und dann braucht sie eine Bleibe und dann kommt sie bei ihrem Bruder unter, aber ihr Bruder wohnt mit Colin zusammen. Und Colin mochte sie früher schon nicht, ja. Also die beiden sind wie Katz und Maus. Und ja, eines Abends bekommt sie dann eine SMS von einem Typen, den sie nicht kennt. Und er weiß auch nicht, wer sie ist, denn eigentlich wollte er woanders rauskommen. Dann kommt er bei Olivia raus und Fakt ist, Colin rafft relativ schnell, dass diese Person Olivia ist. Also ja, blöd. Er weiß, dass es sie ist, sie weiß nicht, dass es er ist, aber irgendwie machen die Gespräche Colin doch schon sehr viel Spaß. Und ganz ehrlich, das ist mein Humor. Das ist so ein Fremdscham-Humor. Das ist so ein, sie ist so ein super quirliger, nerviger Mensch irgendwie, aber sie hat irgendwie so Sachen an sich, die ich super sympathisch und nett und liebenswürdig finde, dass sie mich nicht genervt hat. Ich kann verstehen, dass sie ganz viele Leute nervt, mich nicht. Und ich mochte einfach ihren Humor und allgemein diesen Humor. Das ist kein richtiges New Adult Buch, das ist eine Rom-Com meiner Meinung nach, das ist eine Komödie, das ist lustig. Es hat genügend Spice an den richtigen Stellen. Meiner Meinung nach ist es auch tiefgehend genug für so eine Rom-Com. Es muss nicht super tiefgründig sein. Es war so herzerwärmend, es war so lustig, weil sie einfach so konträr sind. Sie so diese quirlige Naturgewalt und er so der steife Geschäftsmann. Und einfach auch diese Nachrichten, wie flapsig und mit was für einer Ironie und einem Sarkasmus da gearbeitet wurde, man wirklich diese Chatverläufe dann so zu lesen bekommt. Also mir hat es so viel Spaß gemacht. Und dann halt mit dem Wissen, dass Colin es dann irgendwann relativ schnell versteht, aber Olivia echt lange braucht, bis sie es herausfindet und wie sich das dann eben zwischen den beiden entwickelt und wie sie sich dann halt einfach auch näher kommen. Und es war für mich wirklich die Unterhaltung pur. Ich habe seit langem, wirklich seit langem, kein Romance-Buch. Also ich meine, bei Fantasy ist das was anderes, aber ich habe seit Ewigkeiten kein Romance-Buch mehr gelesen, das mich so in den Bann gezogen hat, wo ich nicht aufhören konnte zu lesen, wo ich nicht aufhören konnte zu schmunzeln. Und ja, es ist so dieser Fremdscham-Humor. Den muss man mögen. Den muss man mögen, aber ich mag den halt total und ich war total geplättet, ich war gefesselt, ich war einfach total in der Geschichte drin. Ich mochte die Entwicklung von den Figuren, ich mochte die Liebesgeschichte, ich mochte das Drama, ich mochte den Humor, ich mochte die Dialoge, ich mochte die Chats, also ich mochte halt einfach nichts. Nicht. Ne? Also es war nichts da, was ich irgendwie kritisieren hätte können, weil ich mich einfach drauf eingelassen habe. Ich meine, diese Prämisse, dass ausgerechnet Colin der Typ an dem Handy ist und Olivia, das ist schon, ja, das ist halt die Ausgangssituation. Darüber darf man sich halt nicht beschweren, dass das total Schwachsinn ist, weil das ist halt die Ausgangssituation. Das steht auf dem Klappentext, Leute, ne? Also für mich eins der besten Bücher seit langem. Und ich glaube, tatsächlich auch das beste Buch bisher dieses Jahr. Und ich bin großer Fan. Ich bin richtig, richtig großer Fan von diesem Buch, von diesem Humor. Es wird nicht mein letztes Buch von dieser Autorin sein. Ich stehe da total drauf. Ich kann nicht verstehen, wenn man es nicht mag. Ich kann es wirklich nicht verstehen, weil dann habt ihr nicht meinen Humor. Ich weiß auch nicht, wie man genervt von ihr sein kann, weil sie so drollig ist. Ich fand die so, weißt, kennt ihr diese Leute, wo man in die Backe reinkneifen will? So. Also das hätte ich gern gemacht bei ihr. Ja, auf jeden Fall für mich ein großes, großes Highlight und von mir eine der größten Empfehlungen, die ich euch aussprechen kann. Dann konnte ich noch eine Reihe beenden und zwar den dritten Band von der Fandom-Trilogie von Olivia Date. Und zwar hieß das Buch, warte. The Love We Feel. Genau, ich sag immer irgendwas anderes. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall geht es hier um Maria und um Peter.
Und sie ist Schwedin und sie ist fülliger, also sie ist ein Plus-Size-Mädchen. Und sie landet mit Peter im Bett. Und am nächsten Tag hat sie ein Vorsprechen für so eine Serie. Und Fakt ist dann, sie wird da genommen, aber mit dem, den sie spielen muss, das ist halt Peter. Und das ist eine blöde Ausgangssituation, weil sie hat sich einfach aus dem Staub gemacht nach der heißen Nacht. Und ja, das ist es im Endeffekt. Und ich muss sagen, diese Fandom-Trilogie ist ja wirklich von vielen nicht so gemocht. Und ich kann auch echt verstehen, warum. Ich habe ja auch Band 1 und 2 gelesen und ich muss wirklich sagen, der erste Band war gar nichts, der zweite Band war besser. Und jetzt habe ich ganz viel Hoffnung in den Band 3 gesteckt und muss sagen, das ist auch mein Liebster. Ich fand es super interessant, weil dieses Buch über mehrere Jahre spielt. Also wir haben nicht nur irgendwie so einen kurzen Zeitraum, sondern wir haben wirklich einen super langen Zeitraum, wo dieses Buch handelt, wo diese Beziehung spielt. Aber Fakt ist auch, so richtig gut verkaufen konnte es mir die Autorin hier leider auch nicht. Also die Gefühle blieben so ein bisschen blass. Es ist wieder diese Erzählerperspektive und ich gehe echt davon aus, dass das tatsächlich für mich das Hauptproblem ist, warum ich diese Gefühle und diese Charaktere dann oftmals nicht greifen kann. Und das war auch hier das Problem. Allerdings muss ich sagen, im Vergleich zu Band 1 und 2 war das tatsächlich doch schon mein liebster Band. Zum einen wegen der Thematik. Ich mochte irgendwie diese gesellschaftskritischen, feministischen Themen, die hier verpackt worden sind, weil ich sie irgendwie gut verpackt fand. Ich mag sowas ja eigentlich in der Regel nicht. Aber hier fand ich es tatsächlich gar nicht mal so schlecht, weil es irgendwie lustig gemacht worden ist. Und ich mochte Maria auch sehr gern. Also ich mochte ihren Charakter, ich mochte, dass sie so eine starke, taffe Frau ist. Und ich finde auch, dass sie eine starke, taffe Frau ist, weil oftmals wird das so kommuniziert, aber in dem Handeln sieht man das nicht wieder, diesen Charakterzug. Hier fand ich das schon. Und das hat mir sehr gut gefallen. Peter weiß ich nicht. Also der war für mich schwierig. Ja, doch, schwierig trifft es, glaube ich, am ehesten. Ich konnte nicht so viel mit seinem Charakter anfangen. Und ansonsten muss ich sagen, ja, die Gefühle kamen nicht so ganz rüber, aber dieses ganze Serienzeug, die ganzen anderen Leute, die man dann wieder kennengelernt, die man wieder gesehen hat, diese ganze Produktion, dass das alles zu einem Ende kommt, wie es zu einem Ende kam, fand ich eigentlich gut gelöst. Und ich mochte einfach sie und sie hat für mich auch tatsächlich dieses gesamte Buch über gerettet. Denn sie als Figur hat für mich wirklich dieses Besondere reingebracht. Dieses, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Sie war der Dreh- und Angelpunkt für mich in diesem Buch. Ohne sie hätte ich da gar nicht, also hätte ich es vermutlich nicht fertig gelesen. Und deswegen da schon mal echt ein großes, großes Lob an den Charakter. Ich mochte auch das Setting tatsächlich recht gerne. Ich mochte, dass es so über so eine lange Zeit spielt. Die Nebenfiguren, dass die wieder aufgetaucht sind, fand ich auch gut. Was ich aber nach wie vor nicht verstehen kann, und das ist für mich so ein Mysterium bei dieser Reihe. Die Protagonisten sollen alle total alt sein. Was heißt total alt? Also nicht irgendwie im New Adult-Bereich, sondern so Ü30, Ü40, ja, was ich nicht schlimm finde, so, aber die haben sich halt benommen wie Anfang 20-Jährige und dann passt das irgendwie für mich nicht und das war in jedem Band bisher so und auch in diesen und ja, war irgendwie nicht so ganz meine Reihe, wobei ich sagen muss, Band 3 fand ich doch recht unterhaltsam und es hat mir auch echt Spaß gemacht, den dritten Band zu hören. Ich habe das Buch nämlich tatsächlich als Hörbuch gehört. Und ja, also ich kann da jetzt nur eine richtige Empfehlung nicht aussprechen, weil es doch irgendwie schwierig ist, die Reihe vom Schreibstil her, von den Figuren her, von den Handlungen her. Aber irgendwie hat das was. Diese Reihe. Und ich habe unheimlich viel über so Fandom-Zeug gelernt, muss man auch dazu sagen. Also ich nehme da jetzt schon so ein bisschen Sachen mit raus. Also beispielsweise so, da werden so Tropes und so weiter erklärt. Und also ich hatte davor
null Ahnung, jetzt habe ich so ein bisschen mehr Ahnung. Dann habe ich endlich Crush gelesen von Tracy Wolff. Das ist der zweite Band dieser Reihe. Und es geht hier um Grace. Sie verliert ihre Eltern und kommt dann auf die Cadmere Academy nach Alaska. Und irgendwie geht es auf dieser Schule nicht mit rechten Dingen zu. Ihr Onkel ist auch noch der Leiter dieser Schule. Es gibt auch noch eine Cousine, die dort auch zur Schule geht. Und irgendwie, als sie dort ankommt, weiß sie nicht so richtig, was da abgeht, weil es da Wesen auf dieser Schule gibt. Das ist so grob, ganz grob, ganz, ganz, ganz grob, was so im ersten Band passiert. Selbstverständlich haben wir einen Love Interest, nämlich Jackson. Er ist super geheimnisvoll, er ist mystisch und magisch. Und ich muss sagen, ich habe so viel Kritik über Band 1 gehört, weil, oh, das ist so toxisch und oh, was macht das mit den armen kleinen 14-jährigen Mädchen so? Und muss sagen, ich bin da halt überhaupt nicht der Meinung so, weil ich lese Bücher, um unterhalten zu werden und das Buch, der erste Band, hat mich einfach unheimlich gut unterhalten und da gehe ich nicht ran mit, was für eine moralische Message hat dieses Buch. Also das ist einfach nicht meine Art zu lesen und deswegen war ich sehr gespannt auf Band 2 und muss sagen, der hat mir tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, er hat mir besser gefallen, aber er ging in eine komplett andere Richtung und das fand ich richtig, richtig cool. Es wird ja irgendwie so ein bisschen mit Twilight verglichen, ja, schon vielleicht so ein bisschen, allgemein so ganz viele Ideen sind irgendwie abgekupfert von anderen Sachen. Also abgekupfert im Sinn von, da sind so viele Ideen drin von unterschiedlichen Buchreihen, dass man überhaupt nicht mehr weiß, hä? So, es ist unheimlich viel einfach. Also es ist wirklich unheimlich viel. Aber nichtsdestotrotz, also ich muss sagen, es hat mich unheimlich gut unterhalten. Ich mag diese kurzen Kapitel. Ich mag allein schon die Kapitelüberschriften. Ich mag Grace Naivität, weil das passt irgendwie so gut dazu. Ich mag die Nebenfiguren. Ich mag diese Wendungen, die dann immer wieder kommen. Ich bin einfach großer Fan bisher, weil das irgendwie so ein Jugendbuch ist, wo ich mein Gehirn ausschalten kann und wo ich einfach mich berieseln lassen kann und mich unterhalten lassen kann. Ich habe das Buch mit Caro gelesen. Ich verlinke ihren Kanal mal unten. Ich weiß nicht, ob sie es bisher beendet hat, aber wir waren uns eigentlich permanent einig, dass das Buch einfach echt humorvoll ist und dass voll viele Sachen echt Potenzial haben und ich bin super gespannt, wie das weitergehen wird, weil ich finde, das sind so viele verschiedene Handlungsstränge. Ich weiß gar nicht, wie sie die miteinander verknüpfen will, die Autorin. Ich habe keine Ahnung, wie sie das auflösen möchte. Ich habe wirklich keinen Plan, aber es macht so viel Spaß irgendwie. Also wirklich, das ist wirklich ein Buch, was ich zur reinen Unterhaltung lese aktuell. Nicht, weil ich so mega krass dass ich das irgendwie so innovativ finde oder dass ich das so ausgeklügelt finde und dass das so komplex ist oder so. Nee, es ist wirklich reine Unterhaltung. Und mir macht es einfach unheimlich viel Spaß. Mir hat dieser zweite Band genauso viel Spaß gemacht. Man muss auch dazu sagen, dass ich kein großer Jackson-Fan bin, war ich im ersten Band auch nicht, bin ich nach wie vor nicht. Und trotzdem finde ich es richtig cool, weil wir haben hier wirklich sehr viel Potenzial für ganz viele Liebeleien. Ich bin voll bereit, weiterzulesen. Und wenn ihr Crush gelesen habt oder allgemein diese Reihe, ohne zu spoilern natürlich, dann schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Interessiert mich wirklich brennend. Ja, und wie soll es anders sein? Ich habe Outlander Feuer und Stein beenden können. Das ist der erste Band von der Outlander-Reihe. Hier geht es um Claire, die 1946 durch einen Steinkreis fällt, 200 Jahre in die Vergangenheit. 1743 kommt die Gute raus und dort ist dann gerade Krieg zwischen den Briten und den Schotten und sie wird von Highlandern aufgenommen und lernt dort Jamie kennen. Das ist so die Handlung von Outlander und ich liebe Outlander. Und wenn ihr Outlander noch nicht gelesen habt, dann tut es doch vielleicht mal. Vielleicht hört ihr auch in das Hörbuch rein. Es sind viele, viele Seiten, ich weiß. Aber es ist so,
so besonders. Und ich liebe einfach diese Welt. Und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt Band 1 schon gelesen habe, aber gefühlt kann ich von diesen Charakteren nicht genug kriegen. Ich kann von der Welt nicht genug kriegen. Ich kann keinen Abschied nehmen besonders. Ich kann die nicht loslassen und deswegen rereade ich ständig und immer irgendwie diese Reihe. Und ich kann mir nicht vorstellen, damit irgendwann in irgendeiner Art und Weise aufzuhören und das irgendwann mal sein zu lassen. Ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Und ja, für mich natürlich wieder 5 Sterne. Was soll ich sagen? Es ist das beste Buch. Es ist die beste Reihe. Es ist das Ultimative. Ja, und dann kommen wir wohl zum schlechtesten Buch tatsächlich für diesen Monat. Und damit hätte ich so gar nicht gerechnet, dass ich dieses Buch nicht mögen werde. Also, nee. Also davon wäre ich tatsächlich nicht ausgegangen. Und zwar ist die Rede von Holly Black, Elfenkrone. Das ist der erste Band einer dreiteiligen Reihe. Es ist erst vor kurzem tatsächlich ein Spin-off, glaube ich, dazu auch rausgekommen. Und ich war der festen Überzeugung, dass ich diese Bücher lieben werde. Wirklich. Weil grundsätzlich der Klappentext, der klingt einfach danach, dass ich es mögen werde. Es geht um Jude und ihre Schwestern und die kommen in dieses Elfenreich, ja. Und da gibt es dann ganz verschiedene Hierarchien und Könige und Anwärter und dieses, jenes, bla bla bla. Und sie sind halt Menschen und haben eben nicht die Fähigkeit von diesen anderen Elfen und müssen sich da irgendwie auch schützen. Irgendwie sind sie sauer oder ist Jude sauer, dass sie da nicht so richtig aufgenommen wird, dass sie halt eben nicht diese Macht hat. Und gleichzeitig, ja, will sie da aber auch irgendwie sich beweisen und so weiter und so fort. Und ich mag Jude einfach nicht. Also, boah, ging mir die auf die Nerven. Also, also selten sowas Unsympathisches erlebt. Ihre Schwester beispielsweise, die fand ich interessant. Aber sie fand ich halt einfach voll uninteressant. Und dann gibt es Kardan, ich weiß nicht, wie man ihn anders aussprechen soll. Er ist ein total versnobter, ekelhafter Typ, aber er hat halt wirklich die Macht, er ist irgendwie so ein Prinz und ach, was weiß der Geier. Und also sowas Schlechtes habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Also das Ding ist halt, es gab 3 gute Momente in diesem Buch. Der Anfang war richtig stark, brutal, war geil. Dann gegen Ende, also ich würde sagen so nach 2 Dritteln, so in etwa, da gab es dann eine Szene, die auch wieder richtig, richtig krass war, die richtig brutal auch war, die unerwartet kam, die mich richtig schockiert hat. Und das Ende. Das Ende war jetzt dann auch nochmal, das ermöglicht einiges. Das öffnet ganz viele Türen, das ändert die Grundstimmung vom Buch, das ändert die Handlung, das wird einiges mit sich bringen. Diese 3 Punkte waren gut. Der Rest war nix. Weder, dass ich die Figuren mochte, noch die Nebenfiguren mochte, noch, dass ich den Schreibstil mochte, noch, dass ich die Welt mochte, noch, dass ich irgendwas mochte. Ich mochte nichts. Gar nichts. Am schlimmsten fand ich tatsächlich den Schreibstil und die Figuren. Also den Schreibstil, mit dem konnte ich ja gar nichts anfangen. Also ich fand es irgendwie echt schlecht geschrieben. Ich kann noch nicht mal richtig betiteln, was genau ich da so schlecht fand. Aber der war irgendwie so ausschweifend und nichtssagend und die Dialoge fand ich auch super steif. Dazu dann natürlich, dass die Figuren ich super uninteressant fand und dazu kommt, dass wir kein Worldbuilding haben. Es ist ein Fantasy-Buch. Ich habe die Welt noch nicht mal verstanden. Und wenn ich die Welt nicht verstehe, die Charaktere nicht mag und den Schreibstil schlecht finde, wie um Himmels Willen soll ich dann das Buch mögen? Also es geht ja gar nicht. Also tatsächlich, ich bin super enttäuscht. Ich bin mehr als nur enttäuscht, weil ich habe die ganze Reihe hier stehen und bin jetzt wirklich so. Diese 3 Punkte waren richtig gut. Und bei Jennifer L. Armentrout ist es ähnlich, ne? Bei Blood and Ash. Da gibt's so 3 Sachen, die ich auf 900 Seiten gut finde. Und ich lese ja trotzdem weiter, ne? Ich folter mich ja, wie gesagt, gerne selbst. Und jetzt bin ich wirklich so, dass das Ende mich doch wirklich überrascht hat und ich wirklich interessiert bin, daran weiterzulesen. Fakt ist aber halt auch, dass der Schreibstil mir nicht gefallen hat und der Schreibstil wird mir halt auch nicht gefallen, wenn ich weiterlese. Also ich bin momentan in einem sehr großen Zwiespalt, was das angeht. Für mich wirklich die Enttäuschung schlechthin. Ich hätte nie
damit gerechnet, dass ich es nicht mag. Niemals. Weil das ist eigentlich vom Klappentext her genau das, was mich anspricht. Das, was ich gerne lese im Jugend-Fantasy-Bereich. Nee, aber ich mochte es nicht. Ich fand es so hirnrissig stellenweise. Und sie als Protagonistin ging mir sowas von dermaßen auf den Senkel. Also nein, es war nicht mein Buch. Super schade. Super schade. Also, ja, ich weiß nicht. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Buch sagt. Ich weiß, dass es ganz viele gibt, die es mögen, lieben, ja. Ich habe aber jetzt, nachdem ich meine Meinung schon so ein bisschen kundgetan habe, ganz viel auch gehört, so von wegen, oh ja, ich mag es auch nicht. Deswegen, ja, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr das Buch mögt oder nicht. Und natürlich ohne zu spoilern. So, dala, jetzt sind wir durch mit den ganzen Büchern, die ich im April gelesen habe. Wir haben wirklich ein Jahreshighlight und wir haben die größte Enttäuschung überhaupt, nämlich Elfenkrone. Und wir haben das Pendant dazu, Mr. Wrong Number. Super unterschiedliche Bücher. Ich habe von beiden sehr viel erwartet. Von dem einen wurde ich super enttäuscht, von dem anderen bin ich total begeistert. So kann es manchmal sein, so kann es laufen. Trotzdem muss ich sagen, der Lesemonat war wirklich ein solider Monat. Es waren sehr viele Bücher dabei, die in Anführungsstrichen nur durchschnittlich waren. Aber ich fand Bücher eigentlich allesamt lesenswert. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Kennt ihr vielleicht schon Bücher, die ich jetzt gelesen habe? Wie ist denn eure Meinung dazu? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr noch ein anderes Video von mir sehen möchtet, dann klickt gerne mal hier drauf. Und ansonsten hoffe ich natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.